Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Wieder auf Platz, schiebt er mal da ein bisschen Seidi. Genau. Wunderbar. Ja, hier optimal. Jo. Grillen, ne? Bin natürlich auch ein gutes Bier dazu. So. Natürlich. Mach leer. Wahnsinn. Hm? Wenn du deine Kohlen immer hast. Da ist doch Zeitung drin. Brennt doch gut. Das läuft schon, das macht der gut, der Meister, macht der gut. Muss man sagt Kohle mit dabei haben. Die habe ich in der Fahrradtasche. Kannst du nicht die Wurst unbeaufsichtigt lassen? Die arme Wurst. Der spinnt doch. Hab. Musst du weiter grillen? Und hab. Wow. Ich kann nicht grillen, ne, oh. Ich kann nur essen und trinken. Grillen kann ich nicht. Muss mal gucken, ob ich das kann. Ich glaube aber nicht, dass ich das kann. Ja, ich war kurz weg. Was hat Freddy geantwortet? Ja, er hält die Stelle. Ja, der hat einfach keine Lust. Ich würde nochmal eben hochfahren zum Mooskopf Fahrradtune. Das bringt nichts. Das bringt doch gar nichts. Das bringt nichts. Ja, aber umfärben, Mann. Dann kommen wir alle mit. Dann fahren wir halt alle hoch. Dann fahren wir alle hoch. Wo ist denn eigentlich jetzt der Chris? Der ist genauso wie ich mit dem Fahrrad in den Klamottenladen gefahren, um sich umzuziehen. Sagt ihm einer Bescheid? Kannst du Chris Bescheid geben? Ja, mach ich, ne? Piep, 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 piep. Dankeschön. Kannst sogar eine Panzerung für dieses verschissene Fahrrad kaufen. Das bringt aber nichts, hab ich schon ausprobiert. Das bringt irgendwie schon wieder. Guck, das ist vorhin auch passiert und da stand mein Auto. Mein Herz. Ey, das war voll. Ja, das war... Oh mein Gott. Und Musik sagt, ich hab dagegen geschossen. Das ist vorhin wirklich so passiert. Ich glaube, die Russen sind da. So, Mosi, jetzt sag nochmal, ich hab meine Flaschen kaputt geschossen, wo mein Auto warum? Da stand. Warum? Die sind heute schon mal einfach so hochgegangen. Ach du Scheiße, was bist du denn für ein Allmann, Alter? Ich geh erstmal pissen. Also machen wir jetzt hier die Bude zu, oder was? Ich glaube, ich wäre intelligent, dass wenn da einer so reinfährt und hinten das wieder explodiert. Ich mach zu, Mann. Na, da. Wir gehörten das grüne Rad da drinnen. Alter! Oh ja, da steht noch ein grünes Rad. Da ist was explodiert. Ich weiß nicht, gehört das Samantha oder was? Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Oh nee. Nicht lang. Ich komme so klein vor. Hallo, guck dir mal diesen toten Danke. Winkel an. Ich werde gar nicht mehr gesehen. Deswegen auch der Rampe vorne drauf, weißt du, das ist gleich weg. Da siehst du das Elend kommen. Ja, wortwörtlich. Kann mir mal einer noch meine Tür da auch schnell ran nageln? Ja. Oh nee. Oh, der hat meine Hupe. Nein. Oh, der hat meine Hupe. Nein, ich muss ich hier dreh weg. Durch. Ich muss hier weg. Ich Was heißt denn deine Hupe? Das deine ist Hupe. Nix da, deine Hupe. Seit wann hast du Hupen? Speckhupen. Alter, das Ding ist dafür da, das ist damit du das Elend siehst, wenn es dich überrollt. Soll es eine Drohung sein? Nein, Versprechen. Wieso ist die Garage Nein. schon wieder offen? Wir drohen nicht. Haha, Loser! Könnt ihr bitte nicht mehr haben Hupen aus eurem Haus mitnehmen? Das war ganz normal, dass wir reden. Und sonst was? Jo, alles gut.
Alter, du bist wieder so anstrengend. Was macht das denn eigentlich? Lass, du mach keinen Scheiß. Sag mal, Heli, kannst du auch Fahrräder umlackieren? Verdammt! Oh! Du musst dich passen. Alter, was ist denn hier los? Ey, der eine dreht da oben komplett durch. Du hier unten. Aua. Das war grad zu viel. Jetzt, Achtung, Mülltonne lasse. Au. Also, ich hau dir die Mülltonne gleich so in den Wanz lasse. Ohne Scheiß. Okay. Ja, ich auch. War nicht so cool. Das weiß ich noch, Kalle. Von hier seid jetzt der Club der Fahrradwahnsinnigen. Da. Der nächste Biker-Club, weißt du? Der nächste Biker-Club. Muss ich jetzt mal arbeiten nehmen? Falsch, das ist der Drahtesel-Club. Voll unsere Konkurrenz hier. Leute, ihr müsst mal hier jetzt, also jetzt seid ihr Biker-Club, ja? Uns wird ja immer unterstellt, wir sind kriminell, ja? Ja, ihr seid auch, alle kriminell, ganz einfach, alle. Ihr müsst kriminell werden, wir müssen hier mit Fahrrad-Shop ausrauben. Hallo, wir sind sowieso schon eine Gang, also dürfen wir auch gleich voll bewaffnet. Sag mal, Heli, wo ist denn dein Fahrrad hin? Ach nee, du stehst daneben, Entschuldigung. Ich stehe daneben, ja. Ja, das ist... Dann viel Spaß zum Saufen. So, und dann auf 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ich sauf noch nicht. Fertig! Los! Elli! Haben wir Rossi vergessen? Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Ob wir jetzt schon irgendwen verloren haben. Aha. Hat Emilia irgendwas gesagt? Stilzen heißt. Ach, nur gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ist jetzt das Feuer in dir? Ja, ich antworte nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr ohne sie los seid. Bam, niedergeschlagen. Ich hab Bock auf irgendwas hier. Gummibärenbande formatieren, wir fahren los. Wow. Muss jetzt MC Gummibärenbande. Problem jemand mit Musik? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Eines, der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Alles gut, Haley. Buddy left your channel. Alles gut, Haley. Das sah echt wild aus. Lass es sein. Kann man denn bitte da hochklettern? Da geht eine Leiter bis nach ganz oben. Oh Gott. Hallo. Hi. Kannst du da mal weggehen? Ich möchte gern runter. Nicht schubsen. Oho. Oh. Nee, nicht schon. Scheiße. Ja, geh zu. Ich komm wieder runter. Na, tschüss. Oh nee. Oh nee. Alles gut? Nein, ich will nicht. Hier weg. Oh nein. Oh nee. Friedhelm, ich glaube, du bist im Weg. Gott. Oh. Respekt. Ich bin an euch falsch heute.
abwärts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo wollen die hin? Kriegen wir Infos, wo es hingeht? Ich glaube, ich lass eben. Ja, ich würde sagen, zum Fallschirmspringen am Schildkrötenverkauf, oder? Ich krieg da keine gescheiten Wörter mehr raus. Fallschirmspringen am Nö. Wir können auch zum Airfield fahren. Da war ich schon Fallschirmspringen. Ich auch. Am Airfield? Ja. Ich folge euch unauffällig auf dem Beifahrersitz. Wir kommen, dann fahren wir zum Airfield. Ja, du meinst unten in der Stadt ist. Ja, ja. Ah, da war ich auch schon. Oh Mann. Können wir gern machen. Dann muss ich wieder einen Kilometer joggen. Außenrum. Weil ich außerhalb gelandet bin. Gott, seid ihr beide fett. Das Auto geht sonst über 200. Nein. War ein Spaß. Alles gut. Alles gut, ja. Aber muss man sowas verstehen, Haley? Hm? Gestern aus, sie will ihn loswerden. Und heute sitzen sie zusammen auf dem Motorrad. Die hat jetzt ja schon schlechte Laune, weil sie nicht weiß, wie sie es sagen oder machen soll oder ob sie es machen soll. Ach. Vielleicht einfach unter dem Fallschirm springen, ihm das sagen. Unterm Fallschirm springen. Nee, ich glaube, es ist doch nicht so eine gute Idee. Springen wir alle? Oder will jemand nicht springen? Mooskopf wollte noch dazu kommen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich das will. Nee, musst du nicht. Du darfst auch nicht springen. Dass Mooskopf dazu kommt? Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich springe. Also. Das kam gerade falsch rüber. Ja, wenn du nicht springen willst, dann wartest du hier. Ja, musst du nicht. Du kannst uns aufkratzen danach. Ja. Kannst uns einsammeln. Ich glaube, wow. Ich bleib hier unten. Geisteskranke, die sich aus der Luft stürzen? Ja, ich habe gerade schon mein Fahrrad an einem Baukran geparkt und. Ach. Haley ist auch schon am Stoppschild hängen geblieben. Also. Ich bin auf ihr Kopf gesprüht, am Stoppschild genau, ihr Rad hat meinen Kopf geküsst. Ich bin scheinbar über Haley drüber gefahren, ohne dass ich es wusste. Ich hab eine fette Beule. Ich hab nur mit der Ratsche rumgespielt. Wir schrauben hier schon wieder. Ja, er hat dauerhaft eine Ratsche dabei. Ah, danke. Ja, Umsatz muss ich ja immer brav abgeben. Okay. So, Wollmützchen hat schon sein Testament gemacht. Sein Testament? Was? Lass dich doch nicht allein. Ich bin also niemand. Hä? Magst du nicht springen? Ich? Nee. Ich bin die Lebensmüde, ich hab's schon einmal hinter mir. Ich dachte, ich flieg lieber, aber. In der Richtung sind sie durch. Ja, da oben schwebt der Rode. Aber den von Lasse sehe ich nicht mehr. Ah, doch, da hinten sehe ich Lasses Fallschirm, glaube ich. Wo? Ja. Ach, da hinten. Alles gut, Lasse. Du bist ja voll gegen das Teil da gewohnt. Aua. Warte, nur mit Rossi. Warum haut sie jetzt wieder ab? Ich weiß es nicht. Wow. Tada. Ich kann sie noch sehen. Wo denn? Die ist in den Hangar. Darf die fliegen? Hat sie schon was getrunken? Dienstlich darf sie es nicht. Und privat in Delhi ist eigentlich auch verboten. Eine Frau, ja. Hast du gesagt, geht Frauen die Treppe oder diese hoch? Frau? Diese Frau. Deine Frau. Hä? Ja. Was machst du? Ich? Warte mal, ich will bloß was testen. Mach keinen Scheiß. Du testest nichts. Ja. Nein, du testest nichts. Kein Scheiß.
Halt, stopp! Alter! Ich weiß, dass private Helis verboten sind, ne? Kein privater. Naja, es darf hier kein Heli fliegen, außer einem PD-Heli. Ja, ich tue ihn wieder weg. Ach, diese Frau macht mich irgendwann noch wahnsinnig. Ich warte nur darauf, bis du platzt. Krieg mal jetzt das erstmal. Willst du nicht erleben. Dein Mützchen in den Griff. Das aber ruhig werden. Ja. Ich schaffe es einfach, ihn nicht aus der Fassung zu bringen. Das schaffe ich auch nicht. Was muss ich noch? Digga, hätte er einfach einen Meter weiter vorne stehen bleiben können? Nein. Ich weiß es nicht. Soll das dann also nicht der Plan sein? Soll das dann unser nächster Plan sein, oder was? Nee, ich will meinen anderen Plan durchsetzen, aber ich weiß halt wie. Das ist mein Problem. Wo und Chiliet? Wir beide? Nein, ihn fliegen lassen. Aber was machen die denn? Ich lass ihn liegen. Oh nee. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich hab Kalle ausgenockt. Wir haben mich gegen mein Auto getreten. Das ist nicht dein Ernst. Junge. Okay. Warum? Warum tritt der gegen mein Auto, Mann? Der geht mir schon ganze Leben auf den Piss, der Soll hier gleich abhauen, sonst klatscht es zweimal. Ich nehme an, kein Beifall. Ach, Mann. Oh nee, ich hab keine Lust mehr. 13. Die prügeln sich jetzt nicht wirklich. Da vorne liegt noch einer. So, jetzt mal auf! Das war's ich. Ich mach mal nicht mit, ja, Haley? Nein. Gott, na. Was für mehrere verletzt, hier ist nur eine Pussy. Was ist mit dir gerade gewesen? Ich bin vom Flugzeug gefallen. Ja. Moin. Moin. Komm schon. Ach, Leute. Hätte ich auch einfach vom Flugzeug schlagen können. Ach, das ist die Pussy, okay. So, hier wieder. Frau Rossi. Ah, Junge. Boah. Was ist mit Ihnen schon wieder los? Ja, hab ich das doch glaub nicht gesagt. Brauchen Sie auch noch irgendwas? Willst du noch eine Runde? Ja, ey. Und dann sagen Sie es doch einfach. Willst du noch eine Runde, Junge? Und nicht einfach abhauen, weil das bringt keinem was. Hat hier sonst noch irgendwer Verletzungen? Nein. Nö. Hat noch ein kleines Pflaster nehmen, glaube ich. Ja, der braucht auch gleich. Heli, komm mal da weg, bitte. Ja, den nehmen wir eben mit uns, FG. Kannst du ihm mal sagen, dass er einfach mal gescheit parken soll und nicht herkommen soll, direkt neben mir zu parken, mir die Tür volle Granate gegen die Wand zu hauen und danach so zu lachen? Eure Probleme auf die Junge! Mal ein kleines Wasser für mich. Ich glaube, du gehst jetzt deiner noch Freundin hinterher und lässt mich in Ruhe. Du hältst jetzt einfach mal deine Schnauze. Junge, was stimmt denn nicht mit dir, Alter? Hast du mal deine
Fäuste im Griff oder so? Mein Gott. So. Ich wusste, das geht schief, wenn der mitkommt. Ich wusste nicht mal, dass der mitkommt. User joined your channel.